Jawohl, Disney Plus ist draußen. Schön. Allerdings beginnt sofort beim Kauf eines Abos das Problem. Nämlich, wofür soll ich denn meine kostbare Zeit von diesen gesamten Filmen opfern? Aus diesem Grunde, moin und willkommen zu einer Top-Liste der erfolgreichsten Animationsfilme von Disney. Was ihr unbedingt wissen solltet, ist, dass ich hierbei nur vom Hause Disney aus produzierte Filme aufgenommen habe. Das heißt zum Beispiel keine Pixar-Filme oder keine 21st Century Fox-Filme. Starten wir dann nun aber auch durch mit dem Platz 8. Dieser wird belegt von Chaos im Netz. Er stammt aus dem Jahr 2019 in Deutschland und ist der zweite Teil von Ralf Reichts. Aber was macht den Film denn jetzt so erfolgreich? Nun ja, das sind eben die Zahlen. Mit einem Budget von 175 Millionen Dollar hat der Film ganze 529 Millionen eingespielt. Das ist im Vergleich zu den anderen Filmen noch ziemlich wenig. Hüpfen wir also direkt mal zum nächsten Film. Das ist dann Rapunzel neu verföhnt. Dieser Film belegt dann eben den 7. Platz und stammt aus dem Jahre 2010. Er ist der 50. Film des Disney Animationsstudios und hatte damals ein Budget von 260 Millionen Dollar. Das Einspielergebnis lag dann aber ein wenig höher als bei Chaos im Netz, nämlich bei 592 Millionen Dollar. Hierbei kann man natürlich mit ein bisschen mathematischen Fähigkeiten ausrechnen, dass der Film insgesamt in der Differenz weniger eingespielt hat als Chaos im Netz. Allerdings gehe ich hier nur nach den Einspielergebnissen. Gehen wir dann also zu Platz Nummer 6. Dieser wird vertreten von Vaiana aus dem Jahre 2016. Bei diesem Film ist vielleicht wichtig, dass er bei der Oscarverleihung 2017 zwei Nominierungen erhalten hat. Leider hat er davon aber keinen Oscar abgesagt. Bei dem Budget können wir jetzt leider auch nur eine Schätzung abgeben, da das offiziell nicht bestätigt wird. Und zwar liegt die Schätzung bei 150 bis 175 Millionen US-Dollar. Das Einspielergebnis ist aber dann bei 643 Millionen US-Dollar, was schon ein kleiner Anstieg im Vergleich zu den anderen Filmen ist. Kommen wir dann also zu Platz 5, der irgendwie nicht so ganz in die Liste passt, da er ein verhältnismäßig alter Film ist und auch, nun ja, nicht wirklich ein Animationsfilm. Ich spreche nämlich hier von Der König der Löwen aus dem Jahre 1994. Dieser Film ist ja eben, wie gesagt, kein Animationsfilm, sondern eher ein Zeichentrickfilm. Keine Animation, wo eben von Hand gemalte Bilder aufeinander folgen und so ein Film entsteht. Bei dem Film gab es, wie sicherlich einige schon wissen, zwei Fortsetzungen. Und er hatte nur ein Budget von 45 Millionen US-Dollar, hat aber ein Einspielergebnis von 968 Millionen US-Dollar. Trotzdem gibt es immer noch vier Filme, die noch erfolgreicher als Der König der Löwen aus dem Jahre 1994 war. So auch Zoomania. Dieser Film stammt aus dem Jahre 2016. Hierbei vielleicht ganz lustig zu erwähnen, dass der Film einen Tag eher in den deutschen Kinos zu sehen war, als in den US-amerikanischen. Sein Einspielergebnis hat tatsächlich die 1 Milliarde Marke geknackt. So hat der Film 1 Milliarde und 23 Millionen US-Dollar eingespielt. Hierbei gibt es leider auch wieder keine Budgetangabe, wir können hier aber wieder von 175 Millionen als Richtwert ausgehen. Kommen wir nun aber zu den Top 3 der erfolgreichsten Animationsfilme von Disney. Auf der Nummer 3 ist, nun ja, ja, sicher haben alle schon drauf gewartet, nämlich die Eiskönigin völlig unverfroren aus dem Jahre 2013. Dieser Film, vielleicht wissen es einige noch nicht, hat vereinzelt eine kleine Analogie zu dem Märchen Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Das Budget beträgt bei dem Film 150 Millionen US-Dollar und das Einspielergebnis hat dann nochmal eine Schippe draufgelegt, nämlich 1 Milliarde und 280 Millionen US-Dollar. Viel Rumgerätsel dürfte es dann nicht zum zweiten Platz geben, der wird sofort gefolgt von Die Eiskönigin 2. Ja, der Film aus dem Jahre 2019 ist dann der zweite Platz. Er ist eben die Fortsetzung von Die Eiskönigin völlig unverfroren und hat auch wieder die gleichen Regisseure, nämlich Chris Buck und Jennifer Lee.
Das Budget bei diesem Film war auch bei 150 Millionen US-Dollar. Ist eben die Frage, ob man dem Ganzen Glauben schenken kann. Aber das Einspielergebnis kann sich sehen lassen. Das liegt nämlich bei 1 Milliarde und 450 Millionen US-Dollar. Also nochmal circa 200 Millionen US-Dollar mehr als der Vorgänger. Nun aber die große Frage, wenn nicht Frozen 2, wer ist denn dann aber auf Platz 1 von den erfolgreichsten Animationsfilmen des Hauses Disney? Ganz einfach, es ist tatsächlich ein Film, der schon genannt wurde, nämlich Der König der Löwen. Aber eben nicht der Film aus dem Jahre 1994, sondern das Remake aus dem Jahr 2019. Hier kann man jetzt so ein bisschen sagen, das stimmt doch gar nicht, der sieht doch ziemlich real aus. Ja, natürlich, allerdings sind alle Bilder, die man dort sieht, aus dem Computer generiert. Das heißt, die Tiere, die Landschaft, das ganze Programm kommt eben aus dem Computer und wurde nicht real irgendwo gedreht. Deswegen zähle ich diesen Film doch schon zu den Animationsfilmen. Das Budget bei diesem Film liegt dann auch bei 260 Millionen US-Dollar. Aber das Einspielergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Das beträgt nämlich 1 Milliarde und 656 Millionen US-Dollar. So, das war's dann jetzt auch schon mit der Liste. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr mehr von solchen Listen sehen wollt, dann schreibt das Ganze doch gerne mal in die Kommentare. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.